Im heutigen Video zeigen wir euch die Top-Spots von Zypern, damit ihr für euren Zypern-Urlaub komplett vorbereitet seid. Viel Spaß beim Anschauen! Kalimera! Hier aus Zypern. Wir freuen uns richtig, euch auf ein neues Reiseabenteuer mitzunehmen. Genau, und wir sind dieses Mal auf der Mittelmeerinsel Zypern gelandet. Kurz vor Griechenland, beziehungsweise zwischen Griechenland und der Türkei. Und unser erster Stopp ist Paphos. Hier ist nämlich unser Hotel und hier gibt es auch ganz viele Sachen zu erkunden. So, und hier in Paphos kann man den schönsten Sonnenuntergang von Zypern sehen. Hier gibt es nämlich den Sunset Point auf Cyprus. Aber die Sonnenuntergänge sind hier wirklich ein Traum, oder? Die sind richtig traumhaft. Einen konnten wir ja schon sehen, oder zwei. Die Farben waren einfach nur Wahnsinn. Und wir hatten ja echt Vergleiche zu Mauritius oder so, aber ich muss sagen, die sind schon echt richtig traumhaft. Bis? Heute fahren wir zum Coral Bay. Da gibt es, glaube ich, so Felshöhlen im Wasser verschiedene. Genau. Und dann fahren wir noch zum Schiffswrack. Boah, das Coole ist, genau, da ist nämlich noch ein Schiffswrack und das können wir auch dort erkunden. Ja, ich bin total gespannt und ich habe mich heute auf jeden Fall für einen Hut entschieden. Einerseits, weil ich den auch echt schön finde, andererseits ist es so heiß. Also ich habe keine Lust auf einen Sonnenbrand auf dem Kopf. Und das ist mein Outfit. Ich bin weiß, passt einfach immer perfekt. Das passt mega. Vor allem hier zu der Kirche. Okay, tolle Location. Let's do it. Unser nächster Stopp ist Coral Bay. Dort gibt es Felshöhlen im Wasser. Richtig toll, da kann man, glaube ich, auch vielleicht Klippen springen. Und ungefähr 5 Minuten von Coral Bay entfernt gibt es einen Schiffswrack. Und darauf bin ich mega gespannt. Das zeigen wir euch gleich. Oh, okay, Leute, eine Sache gibt es da noch. Und zwar, falls ihr euch einen Mietwagen mietet, denkt dran, Zypern war früher eine Kolonie Großbritanniens und deswegen herrscht hier Linksverkehr. So Leute, wir sind jetzt hier gerade in Coral Bay angekommen und hier sieht man schon die ganzen weißen Felsen. Vielleicht kann man auch noch gleich ins Wasser gehen, aber vor uns befindet sich das Schiffswrack und das ist wann gestrandet? Ich glaube 2011, während eines Sturms auf hoher See und auf jeden Fall wurden aber die Leute gerettet. Oh, die Leute wurden gerettet, gut. Aber schaut euch das mal an, wie schön das hier aussieht. Da vorne ist das Schiffswrack. Leute, und guck mal, wie krass groß das Ding ist. Man kommt bestimmt irgendwie noch hier oben drauf, oder? Bitte? Man kommt bestimmt noch irgendwie hier drauf. Da war ja gerade meine Frage, kann ich mir schon vorstellen. Und ich hätte ja eigentlich damit gerechnet, dass hier viel mehr Leute unterwegs sind, weil wir sind ja jetzt hier auch in der Hauptsaison. Aber hier ist echt kein Mensch, außer wir zwei. Heftig. Zypern scheint wohl noch so ein mega secret spot zu sein. Leute, und wenn wir schon mal hier sind, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze auch nochmal von allen Seiten und von oben an.
Kleines Fazit, ich bin gerade aus dem Wasser rausgekommen und die Bucht ist auf jeden Fall ein bisschen was für Abenteurer. Man hat hier weder Duschen noch einen schönen Strand. Die Bucht an sich ist nur mega schön, weil es so ein Lehmstein ist, der weiß ist. Und wenn man da vorne ein bisschen hinschwimmt zum Schiffswrack, hat man auch eine richtig tolle Schnorchelaussicht. Und das Wasser ist total klar, dadurch, dass man hier keinen Sand hat. Aber wie man sieht, man ist total dreckig, voller Lehm und ja. Wir hätten auf jeden Fall Handtücher mitnehmen sollen. Auch ein kleiner Tipp, was sagst du zu meinem Schuhwerk? Ja, Flipflops sollte man auf jeden Fall auch nicht mitnehmen. Nein, ich bin die ganze Zeit ausgerutscht. Lieber feste Vans. Strände hier sind ein bisschen steinig, deswegen wurden hier überall solche Stege aufgebaut, mit denen es ein bisschen einfacher ist, ins Meer zu gelangen. Das Meer bietet trotzdem eine mega tolle Abkühlung und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, hier in Paphos Urlaub zu machen. Die Hotelanlagen sind wirklich toll und man hat direkte Strandlage, auch wenn der Einstieg ein bisschen steiniger ist. Ach so, und außerdem ist Paphos ein toller Ausgangspunkt. Man hat nämlich von hier aus ungefähr 20 Minuten zu all den Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, nur die Blaue Lagune liegt ungefähr eine Stunde von hier entfernt. Wir melden uns die Tourguides von Zypern. Aber die Sonne, die ist richtig krass. Ihr seht, ich glaube, ich habe einen Sonnenstich. Ich kann auch nur noch lachen. Weil Stella, die lacht nur noch. Ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Ey. Die ist, glaube ich, kaputt. Der Kopf ist weggeschmolzen. Oh, es ist echt schwierig, den Kamera zu halten. Aber das sind hier Real-Life-Stories aus Zypern. Ja, wir sind gerade am archäologischen Park, Leute. Spaß beiseite. Ja. Kostet 4,50 Euro der Eintritt. Pff, für 4,50 Euro hätten hier schon ein paar Schattenspender irgendwie hinbauen können. Ja, viel zu sehen gibt es hier wirklich nicht. Wir dachten uns so, komm, wir machen mal so einen Ausflug. Falls ihr hinkommen solltet und euch entscheiden solltet, hier gibt es so Mosaiks von, ich weiß gar nicht von wem. Ich auch nicht. Es wurde gesagt von Dionysos, aber ja, ich weiß nicht, ob das auch, die heißen nur alle so. Nee, Spaß, Leute. Wir sind jetzt gerade hier im archäologischen Park und dachten, wir sehen hier ein paar alte griechische Tempelanlagen oder sonstiges, aber eher rar. Also das Einzige, was wir hier sehen, sind alte Treppen und ja, ein paar Säulen waren jetzt hier, aber auch nichts wirklich Spektakuläres. Also spart euch, glaube ich, den Ausflug hier hin. Kostet 4,50 Euro. Falls ihr trotzdem hinkommen solltet, vergisst auf gar keinen Fall eine Wasserflasche, weil hier gibt es echt gar keinen Schatten. Und irgendwie vielleicht so ein Sonnenschirm. Tipp von uns. Den Stella. Bist kaputt. Jo. Kriegst deine Füße nicht mehr hoch, hä? Nein, die sind doch voller archäologischen Staub jetzt. Ja, den musst du bezahlen am Flughafen. Der kostet 1,50 Euro. Ja? Der antike Staub. Das ist doch auch echt teuer. Ja. Meine Birne brennt. Geh in Schatten. Wo denn? Ja, ist echt krass. Also nicht mal Schatten gibt's hier. Das ist echt schade. Ja, und da vorne wollten wir eigentlich jetzt zu dem Leuchtturm, aber der ist auch irgendwie abgesperrt. Naja, gucken wir uns das mal vom Nahen an. Ich glaube schon, dass es ein cooler Ort hier ist, am Leuchtturm. Aber ich würde sagen, wenn es ein bisschen
kühler ist, oder? Ja, oder man muss sich wirklich vorbereiten. Also wir haben wenigstens Wasser mit, aber Kopfbedeckung oder ein Sonnenschirm muss echt sein. Ja. Und hier seht ihr den Leuchtturm, das ist echt mega schön. Nur die archäologischen Ausgaben, was sagst du dazu? Also ich finde die jetzt nicht so spektakulär. Ja. Du hattest ja erzählt, dass du schon mal in der Türkei andere gesehen hast. Die fand ich jetzt spannender. Ja. In den Videos, die du mir gezeigt hast. Ja, die Tempelanlagen sind hier echt nicht mega. Also nichts Besonderes. Nee. Könnt ihr euch, glaube ich, eher sparen. Den Schweiß könnt ihr euch sparen. Der Schweiß, ey, ehrlich, ich möchte euch dann ersparen, meinen Rücken zu zeigen, der ist richtig nass. Ich möchte ins Meer. Ja. Komm, wir gehen. Komm, wir düsen jetzt in den Pool. Yes.